Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 7. Ja, wir sind wieder zurück in Resident Evil 7. Letzte Woche haben wir ja die Hauptstory durchgespielt und wie es ihr wahrscheinlich schon am Titel erkannt habt oder auch schon, wenn ihr letzte Woche den letzten Part geguckt habt, habe ich ja schon gesagt, werden wir ja das DLC von Chris Redfield zocken. Not a Hero heißt das, oder auf Deutsch kein Held. Werden wir zocken und ja, ich freue mich schon mega drauf, weil ich muss sagen, es war damals ein kostenloses Update, also ein kostenloses DLC, und ich muss sagen, ich finde es gut, hab aber trotzdem halt Sachen zu kritisieren, aber das werde ich natürlich am Ende sagen. Ich weiß ungefähr, um was es geht. Und ja, jetzt lädt das natürlich noch ein bisschen. Ja, wie gesagt, Resident Evil 7 hat sogar einen eigenen Screen. Ihr seht es, ich habe das schon mindestens, ja, also einmal hatte ich es durch auf jeden Fall. Und ja, ich muss sagen, es ist trotzdem ein gut gelungenes DLC. So viel kann ich schon mal sagen. Aber was da passiert, das will ich halt euch nicht vorwegnehmen. Es ist halt nur... Wir spielen die Geschichte von Chris und es ist besonders wichtig für den achten Teil. Natürlich, ne? So, welche Schwierigkeitsgrad nehmen wir? Wir nehmen natürlich normal, weil ist die gesunde Mitte und für Profi bin ich nicht gewappnet. Ja, dann starten wir mal auf normal. Uiuiui, ihr seht es schon, es geht um den guten Mann Lucas. Und wir hören uns gleich wieder. Ist alles bereit? Können wir anfangen? Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Nein, nein, Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohlauf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Er ist als nächstes dran. Okay, bin im Bergwerk. Stabiles Signal. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lucas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? Drei unserer Besten. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors, gleich davor. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Ja, da haben wir noch mal kurz die Missionsdaten bekommen. Ja, auch mit Chris sind wir hier in der wunderschönen First-Person-Ansicht natürlich. Und ich muss aber sagen, das Model von Chris, es ist nicht gut im siebten Teil, finde ich. Es ist echt nicht gut. Es ist nicht Chris meiner Meinung nach. Es ist einfach, es fühlt sich nicht an wie Chris Redfield. Ist halt einfach so. Es fühlt sich halt wirklich wie so ein Random an. Irgendwie. Es ist halt auf jeden Fall nicht Chris. Das wollte ich nur mal so sagen. Deswegen bin ich bei Chris froh, dass wir nur in der First-Person sind. Ja, die Molded, die kennen wir ja. Schon haben wir irgendwelche neuen Waffen. Sie können Gegner schlagen, wenn diese taumeln. Ja, das ist wieder typisch Chris. Für alle, die den fünften Teil gesehen haben, man sieht, Chris ist halt eigentlich so sonst immer für den kräftigen Part zuständig. Dann wollen wir es gleich mal ausprobieren, oder? Ah, okay, gut. Ah, okay, ja, wahrscheinlich, weil ich noch nebenbei noch gezielt habe.
hat er ihn jetzt nicht direkt geschlagen. So, gucken wir aber erstmal da hinten. Ich glaube, ja, da geht's weiter. Boom! So sieht's aus. Und boom! Okay, das könnte sogar ab und zu mal nützlich werden. Ich merke das schon. Gut, hier ist eine Sackgasse, also geht's da hinten weiter. Haben wir irgendwelche neuen Waffen mit Chris? Oh, wir haben eine Menge. Wir haben Handgranaten, wir haben Messer. Wir haben die Samurai Age. Eine AW-Modell. Aha. Albert Wesker, Fragezeichen. Und wir haben einen Thor's Hammer. Auch ein AW-Modell. Mhm. Und Einsatzbesprechung-Dokumentation. Da können wir ja mal gucken. Operation Launener Furcht. Missionsziel extrahieren Sie Lucas Baker. Ort Dolby, Louisiana, USA. Baker anwesend. Gefahrenprofil Molded Alpha-Variante anderer. Antipersonen fallen teilweise tödlich. Hinweise aufgrund des Mangels an Informationen und der Zahl der beteiligten unbekannten Faktoren wird Chris Redfield. Entschuldigung. Wird Chris Redfield von der BSAA als Biowaffenspezialisten an Missionen teilnehmen. Neueste Info zum Einsatzort. Neueste Informationen haben bestätigt, dass Lucas Baker sich im Bergwerk in der Nähe des Baker-Anwesens verschanzt hat. Profil Lucas Baker, mutmaßlicher Mitarbeiter der kriminellen Organisation Die Connections, Rolle nicht bestätigt, hat unverzichtbare Informationen über die Organisation. Profil Die Connections, kriminelle Organisation, die Biowaffen für den Verkauf auf die internationalen Schwarzmarkt produziert. Wir haben nur begrenzte Informationen über die Größe, Markenanteile und Mitglieder. Sie sind die Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit der Produktion und Distribution der E-Serie Biowaffe. Das Modell Evelyn der E-Serie ist im Baker-Anwesen präsent und aktiv. Lucas Baker scheint sie zu überwachen und über ihre Aktivitäten Bericht zu erstatten. Ja, kann man auf jeden Fall so machen. Umbrella-Ziele. Für viele von Ihnen ist dies Ihre erste Mission bei uns. Darum möchten wir klarstellen, worauf wir bei Umbrella aus sind. Obwohl viele unserer Mitarbeiter von dem berüchtigten Pharma-Riesen Umbrella stammen, ist es unser Ziel, die Untaten wieder gut zu machen, die unter dem Namen Umbrella begangen wurden. Aus diesem Grund haben wir uns 2007 als privates Militärunternehmen neu gegründet. Wir werden nicht nur jene aufhalten, die Biowaffen entwickeln oder verkaufen, sondern auch diejenigen, die solche vorhaben, unterstützen. Wir haben Mist gebaut und wir werden ihnen wieder aufräumen. Und indem wir den Namen Umbrella beibehalten, zeigen wir, dass wir Verantwortung für diesen Mist übernehmen. Behalten Sie bitte im Gedächtnis, dass Sie diese Verantwortung bei jeder Mission mit sich tragen. Ja, gut. Wir kennen Umbrella. Haben wir ja so halbwegs auch im 5. Was war es, was Lucas hier unten wollte? Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Ja, das wollen wir natürlich auch hoffen. Ja, Umbrella, da haben wir ja auch schon was gehört im 5. Ja, im 5. Teil. So ein bisschen. Haben wir da ja auch schon was drüber sagen hören. Oder auch im 2. oder im 3. Teil. Da war ja Umbrella wirklich sehr präsent, was das Böse angeht. Also die waren nicht wirklich gut. Haben wir hier sogar noch eine Handgranate gefunden. Und ja, jetzt hier anscheinend wollen sie sich anscheinend nochmal neu finden. Okay, ob das immer so gut klappt, das wissen wir ja meistens nicht. Aber gut, gehen wir mal doch am besten dort durch. Ein PC, den wir aber nicht benutzen können. Einer von uns. Ich werde dich hier rausbekommen. Lass mich, es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Was? Das wird nicht passieren. Das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und dann... Ups. Also es läuft so, Chris. Du folgst mir nicht,
Und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh, und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios. Muchachos. Scheiße. Ich detektiere Sporen in der Luft. Typ E mutabizid. Der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. Ja, alles gut. Das werden wir haben. Aber erstmal möchte ich natürlich gucken, ob es hier irgendwas gibt, was wir hier. Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Gut gebrauchen können. Ja, ist ja gut. Arzneispritze ist immer gut. Und wir sind raus. Bist du nicht kontaminiert. Geh zurück und lass die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Ja, ich wollte aber trotzdem noch mal rein und gucken, ob ihr irgendwas, was ich hier übersehen haben könnte. Aber anscheinend nicht. Naja, wir gehen einfach vorne. Weiter. Ja, wir haben eine Bombe von Lukas bekommen. Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Naja, ist doch gut, ich gehe raus. So. Ja, und anscheinend müssen wir mit Chris und Lukas irgendwie richtig verfolgen. Ah, jetzt kommt, geht das wieder los mit dem Kontaminiert. Und anscheinend ist es unsere Mission, Lukas lebend aufzuhalten, wahrscheinlich. Also nicht nur wahrscheinlich, das haben wir ja auch. Oh, hi. Halt. Ja, das wird doch schon. Alles kein Problem. So. Ja, geht doch, guck. Alles kein Problem. Wir haben jetzt die von Lukas abgefangenen Daten analysiert. Wie wir uns dachten, der Mistkerl hatte Statusberichte über Evie an die Connections geschickt. Finde ihn und mach ihn dingfest. Das darf sich nicht wiederholen. Ihr wollt ihn sicherlich rekrutieren? Ach, Chris, wie oft denn noch? Die BSA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten. Ich weiß, es muss schwer sein. Ja, es ist halt wirklich komisch, weil wenn du jahrelang, ne, die ganze Zeit hinter diesem Konzern bist, wie zum Beispiel Umbrella und die Stars waren ja, oder sie waren ja jahrelang, wie war es ja im dritten oder im zweiten Teil auch lesen, die ganze Zeit hinterher bist und du willst Umbrella am Ende des Tages natürlich kriegen. Und dann auf einmal musst du für die arbeiten. Natürlich ist das natürlich erstmal ungewohnt. Weil das, nein, das kennt man nicht. Das kennt man natürlich nicht. Deswegen kann ich Chris da gewisserweise nachvollziehen. So, wir haben hier ein Inventarbox. Haben wir hier irgendwas? Nee, haben wir nicht. Natürlich nicht. Aber wir packen jetzt mal die Informationen. Hier haben wir alles. An sich können wir alles hier drin behalten. So im Großen und Ganzen. Wir haben Flintenmunition. Anscheinend. Ach, guck, ach ja, stimmt. Ah, ist anscheinend eine Schrotflinte. Arzneispritze können wir auch behalten. Ja, brauchen wir eigentlich nichts wirkliches, wirkliches hinzuschmeißen. Aber ja, so. Da sind wir wieder. Wahrscheinlich werde ich auch hier, wie beim Hauptspiel, werde ich da wahrscheinlich kleine Cuts reinsetzen. Ah, okay. Hier gibt es anscheinend wieder Münzen. Also, wenn ich speichere. So. Hier geht es anscheinend lang. Wahrscheinlich. Okay, nachts. Okay, ich will hier raus. Ich will hier raus. Es geht anscheinend nicht. Anscheinend nicht so geplant. Wir gehen einfach mal hier durch. Durch das rote Tor. Hoffentlich ist das jetzt der richtige Weg. Ja! Der sieht zumindest richtig aus. Oh Mann, oh Mann. Oh, hi. Noch am Leben da drin? Redfield? Keine Sorge. Ich finde den Schlüssel und hol dich da raus. Okay, wir brauchen einen Schlüssel, um unseren Dude zu finden oder zu retten.
Werden wir natürlich versuchen. Weil das wäre ja natürlich nicht so cool, wenn auf einmal, wenn wir ihn nicht mehr retten können. Weil das müssen wir uns ja zur Aufgabe machen, ne? Weil dafür steht ja Chris, dass er ja immer für seine Mitmenschen da ist. Also für seine Leute. Oh Mann, ich. Aber wo sind wir denn hier gelandet? Das ist jetzt hier die Frage. Ich will. Eieiei, sind das viele. Okay, wir verwenden einfach mal die Handgranate. Einmal. Einfach um zu gucken, wie effektiv die. Okay, die ist effektiv. Trifft natürlich nicht alle. Eieiei. Ah, okay. Gut. Und boom. So, jetzt möchte ich auch einmal mal die Flinte ausprobieren. Okay. Wie gewohnt ist stark. Gefällt mir. Zack. Schlagen. Weil das ist sehr effektiv, merke ich gerade. Okay. Und Granate. Entschuldigung, wenn das jetzt hier ein bisschen. So. Ist jetzt hier. Oh, ist immer noch nicht vorbei. Oh, die hier Licker-Hybriden. Zack. So. Ist jetzt vorbei? Ist gut. Ist jetzt gut oder. Noch nicht so. Okay, das war jetzt ein bisschen viel, aber ich glaube, darauf müssen wir uns ein bisschen gewöhnen, weil das ist ja. Meistens ist das ja immer so mehr. Bei komischerweise, Chris kriegt immer die meisten Gegner. Und hier eine antike Münze. Kriegt aber anscheinend immer so viele Gegner. Das war ja im fünften Teil genauso. Dass er da auf einmal Gegner en masse bekommen hat. Und. Ja. Eine Kurbel. Na. Die wir anscheinend mitnehmen können. Und die anscheinend wir auch irgendwo noch gebrauchen können. Die Frage ist halt nur wo, ne? Aber ich glaube, das werden wir auch noch bald herausfinden. Oh, die ist stark, aber. Die Samurai Age ist echt stark, muss man sagen. Okay, hier braucht man anscheinend wieder. Ja, hier braucht man anscheinend einen Schlüssel. Ob ich jetzt irgendwas aktiviert? Ich glaube, hier kommt der, glaube ich, die Kurbel ran. Hier fehlt noch etwas. Okay. Gut. Dann müssen wir. Gucken wir nochmal. Handgranate. Ja. Okay, Zahnrad. Dann nehmen wir doch mal die Zahnrad. Packen wir das hier rein. So. Jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Heilig. Jesus Maria. Was geht denn jetzt ab? Was ist das für ein Viech? Bitte sag mir, was ich da sehe. Ich habe keine Ahnung. Ist etwas Neues. Geh extrem vorsichtig vor. Okay, ich will es gar nicht wissen. Wir haben den Schlüssel, wir haben den Zellenschlüssel. Ich gehe. Wir gehen. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Aber holy moly, die Handgranate. Hilft nichts. Deswegen, bevor wir alles wieder verschwenden, und ich glaube, soweit ich jetzt. Also wenn eine Handgranate selbst bei dem Viech nicht funktioniert, bringt auch wahrscheinlich keine normalen Munition. Deswegen, wir haben ja jetzt den Zellenschlüssel, alles gut. Nimm den. Und alles ist gerissen. Ist auch alles gut. So. Jetzt ist alles gut. Ich will doch nur, dass du das denkst. Ich bin nur der Köder. Und du bist drauf reingefallen. Was? Oh, Mist! Nimm den Filter.
von meiner Maske. Schnell. Dann stirbst du. Ich bin sowieso tot. Ja, Lucas! Nein! So, wir haben jetzt ein Filtersystem geholt und Lucas hat eines unserer Männer getötet. Läuft erstmal an der Stelle. Und das heißt, wir können in sämtlichen Gebieten nochmal rein, die, ich sag's mal, vorher nicht so krass waren. Wir könnten jetzt nochmal zurück Backtracking machen, aber nee, darauf habe ich jetzt nicht so viel Lust. So, wir sind jetzt... Ja, Chris, ich weiß, ich möchte ihn auch, ne? Aber wir müssen darauf hören, was Umbrella will. Es hört sich immer noch komisch an, in einem Satz Umbrella und Chris. Okay. Ich weiß nicht, ob wir noch in den Raum müssen, aber da ist ja noch eine Tür, aber wir haben ja noch nicht den Schlüssel. Deswegen, naja. Würde ich aber sagen, wir speichern trotzdem mal durch das andere Tor. Und zwar durch dieses. Okay. Hello again. Oh Mann, oh Mann. Ich habe jetzt nicht Schiss, aber ich frage mich einfach nur, was sonst jetzt auf uns zukommt. Das frage ich mich jetzt halt nur. Schon wieder einer von diesen Clown-Schlüsseln. Toren. Kontamination. Ja, das Gute ist ja. Wir haben ja jetzt den Filter. Okay, der ist verschlossen. Gehe ich jetzt einfach mal hier durch. Handgranate. Okay. Du brauchst Ramrods, um die Regeneration aufzuhalten. Ramrods? Was sind Ramrods? Okay, hier geht's anscheinend nicht weiter. Also, Ramrods, das hört sich wirklich an, also wie sie ja gerade gesagt hat, nach also wirklich Spezialmunition. Hier haben wir wenigstens aber eine antike Münze. Was ist das nochmal? Nervengifthandgranaten. Eine Handgranate, die einen. Lahmendes Gas verströmt, die Gegner in der Nähe betäubt. Okay. Kann man. Okay, einer wieder von den Viechern. Ich bin weg. Also war es doch nicht mal so unklug, die Munition doch nicht zu hardcore zu verschwenden. In dem Bereich, weil da wurde ja auch uns diese Kamera angezeigt. Ja, wir ignorieren ihn einfach. Okay, hier kommen wir nicht durch. So. Will ich hier einfach mal durch. Also wie gesagt, war es doch nicht so dumm vorhin, ihn nicht zu die ganze Zeit zu beschießen. Flammengranaten. Ich weiß nicht, wie doll die helfen. Aber naja. So, Nachtsichtgerät. Ja, wir haben das Nachtsichtgerät. Das ist so wunderbar.
Anti-Generated Munition. Ramroid, ja. Das sind die, die wir brauchen. Ja, eigentlich ja. Nimm mal so ein Arzneimittel. So, und dann haben wir nochmal neue Dokumentationen. Nachtsichtgerät. Dieses Gerät fügt den Umbrella AMD System Nachtsichtsfunktion hinzu. Das Gerät verwendet Bildverstärkung, um den Nutzer eine bessere Sicht in Umgebung mit geringem Lichteinfall zu ermöglichen. Es erlaubt den Nutzer zudem bestimmte Lichtstrahlen wie etwa Infrarotstrahlen zu sehen, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Joa, kann man auf jeden Fall so machen. Anti-Generation Munition Ramroid. Diese Munition von Typ Ramroid für Rapid Acting, ne, Rounds bzw. rasch wirkende toxische Kugeln wurde speziell für den Kampf gegen Fungus-basierte Biowaffen entwickelt. Die Kugeln setzen bei Aufprallen einer Toxin frei, das nicht nur rasch Zellmembranen von Fungi zerstört, sondern auch die Regeneration von verlorenem Gewebe verhindert. Ein Schuss allein genügt, um das Ziel auch durch herkömmliche Angriffe verwundbar zu machen. Okay. Sind dann anscheinend... Ah, hier kann man anscheinend... Also, okay. Gut. Kann man anscheinend gut wechseln. Also sind anscheinend richtige Bam-Dinger. Anscheinend. Jetzt können wir auch mal in den Bereichen hin, wo wir vorhin nicht rein konnten. Okay, hier geht anscheinend... Ah, Flammen. Hier geht's anscheinend, glaube ich, runter. Machen wir das mal. Hui! So. Eieiei, was geht denn hier? Das sieht komisch aus. So ein kleines Schalter. Ich glaube anscheinend so ein kleines Schalterrätsel. Und ja. Aber damit kümmern wir uns erstmal noch nicht so präsent. Ah, okay. Eins nach unten und zwei nach oben. Okay. So, eins nach unten, zwei nach oben. Ich muss erstmal drauf klarkommen. So, das noch oben. Komm, Chris. Und dies nach oben. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Tada! Ziemlich einfach. Aber gut, ja, die ignorieren wir mal. Gucken wir mal. Hilfe. Au. Das wollte ich jetzt nicht. Da machen uns die kleinen Viecher doch noch ein bisschen Schaden. Aber die machen jetzt nicht so viel Schaden. Also, nicht so extrem. So, jetzt sind wir dort. Weg damit. Okay, hier waren ja auch. So, probieren wir mal die Ramroids aus. Jo! Okay. Die bringen anscheinend doch viel was. Okay, hier sind anscheinend schusssichere. Bringt das was für nicht? Ah, okay. Gebückt grün. Dann geht das. Wechseln wir mal. Ja. Also gebückt gehen. Hui!
Liebe Maria! Heilige Maria, okay, die habe ich echt nicht kommen sehen. Okay, okay, okay. Eieieiei. Die ha. Ich habe euch überhaupt nicht kommen sehen. Also, jetzt, also mal. Ohne Scheiß, die habe ich echt nicht. Okay, das geht. Okay, hier sind anscheinend wieder so, schusssichere. Okay, okay, hi. Weg. So. Ist jetzt gut? Ja, gut. Eieieiei! Okay, okay, ich dachte, man kann ganz normal gebückt gehen. Auch bei denen, aber anscheinend nicht. Weil wird man erstmal richtig beschossen mit denen. So. Wir machen es besser. Wie kommt man hier ein bisschen durch? Wir triggern erstmal das andere. Gut. So. Den haben wir jetzt mal erledigt. So. Ich glaube, wir werfen mal eine Granate. Ja, gut. Doch noch richtig gedacht, ausnahmsweise. Okay, dann guck mal. Okay, das ist hier anscheinend verschlossen. Gibt es hier auch noch einen anderen Weg? Ich gucke mal. Einfach so, ob es hier auch einen Weg für diesen Bereich, also... Nee, hier geht man, glaube ich, nur nach unten. Ah, okay, okay, gut. So. Ist gut. Ah, okay, hilfreich. Ja! Das ist sowas von hilfreich. Das war hilfreich gewesen. Super. Dann konnten wir uns damit einen Vorteil sichern. Hier sind anscheinend wieder die Ramroids gefragt. Hi. Hier kriegst du noch mal einen Falcon Punch. Pistolenmunition nehmen wir gerne. Hi. Au. Okay, die explodieren einfach nur. Trotzdem mies. Naja. Haben wir hier irgendwas? Nee. Anscheinend nix. Was uns noch wirklich helfen kann. Gut. Aber wir sind wenigstens aus dem Bereich raus. Nee, nein, im neuen Bereich. Hi. Ramroids. Okay, verkackt. Okay, wir haben absolut verkackt. So. Yo! Okay.
Okay. Wir wechseln mal die Munition. Okay, hier geht einiges ab. Nochmal Flintenmunition. Wir gehen hier mal nach oben. Antike Münze. Au. Ah, nein! Schade. Okay, hier müssen wir wieder besser durch. Gut, wir sind jetzt mal... Egal. Feuern Sie mit Mund, ja. Das wollte ich aber. Ich habe ja kläglich gescheitert. Naja, das wissen wir jetzt. Wir wissen das jetzt. Da kommt so ein Ding. Ja, komm her. So. Jetzt bist du weg. Jetzt können wir hier in Ruhe gucken. Okay, ich habe eigentlich Munition bekommen. Antikenmünze. Hi. Beide durch den Kopf geballert. Nervengift. Das nehmen wir mal gerne. So. Aber sonst. Hi. Entschuldigung, aber ihr wollt es nicht anders. Ihr wolltet es nicht anders. So. Hi. Ich geh mal, ne? So. Den Bereich haben wir dann auch erledigt. Aber hier können wir, glaube ich, noch nicht... Nee, können wir noch nicht richtig durch, weil wir brauchen ja diesen Schlüssel. Auf jeden Fall, ich glaube, der wird später nochmal sehr, sehr wichtig. Aber stimmt. Wir können jetzt durch diesen einen Raum, wo wir ja von Anfang an das Nachtsichtgerät gebraucht haben, können wir jetzt auch durch. Aber... Ich würde sagen, dass wir dies mindestens im nächsten Part machen werden. Von Let's Play Resident Evil 7 Biohazard. Speichere ich mal. Und, ja, wie gesagt, dann würde ich halt sagen, machen wir das im nächsten Part weiter. Mit dem Raum, wo wir das Nachtsichtgerät brauchen. Vielleicht finden wir ja dort die Schlüssel, die wir ja unbedingt brauchen. Und dann würde ich sagen, würden wir dann halt zu diesen Räumen dann auch mal hingehen. Und ja, wir haben ja trotzdem an sich einiges geschafft. Wir hatten zwei lustige Tote, weil ich mich, okay, beim ersten Mal habe ich, weil ich mich zweimal dämlich angestellt habe. Aber naja, so muss das ja auch sein. Ja, trotzdem finde ich, hat mir dieser erste Part auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Gucken, wie dann der zweite Part wird. Und ja, ich hoffe, es hat euch genauso gefallen. Wenn es dem so ist, dann... zeigt es uns doch mit einem Daumen nach oben. Das würde uns mega freuen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt und. Oder allgemein eure Meinung zum Part abgeben. Und ja, falls du auch neu bist auf diesem Kanal, dann, wenn dir das Ganze gefallen hat, sei es jetzt von mir oder von meinen beiden Kollegen, dann... kannst du ja ein Abo dalassen, damit du in Zukunft keines unserer Videos mehr verpasst. Und dann, groß und ganzen, würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Resident Evil 7 Biohazard, Not a Hero. Bis dann, ciao.